Hallo und willkommen zurück zu Statistik. Dieses Mal machen wir weiter, nicht wie versprochen mit der geometrischen Verteilung, die kommt auch bald, sondern mit einer, der ich aus Versehen überblättert hatte, der Poisson-Verteilung. Oder Poisson-Verteilung, weil es ein Franzose war, keine Ahnung. Ja, was genau ist die Poisson-Verteilung? Das ist eine Verteilung, die ja auch sehr wichtig ist, neben der Binomial- und der Normalverteilung. Und die wird vor allem dort benutzt, wo die Häufigkeit von irgendwelchen Ereignissen in einem gewissen Zeitraum angeguckt wird. Also zum Beispiel irgendwelche SMS, die ich heute verschickt habe, was nicht so allzu viele sind, oder irgendwelche Anrufe, die pro Minute ankommen. All das ist eben in dieser Poisson-Verteilung oder Poisson-Verteilung kann da modelliert werden. Im Prinzip tut sie nicht arg viel anderes wie die Verteilung, die ihr schon kennt, also die hypergeometrische und die Binomialverteilung. Sie berechnet sich nur ein bisschen anders, das heißt, die Daten sehen ein bisschen anders aus. Da habe ich euch dann nachher auch nochmal ein Schaubild dazu. Zunächst möchte ich aber hier mal ja, das Ganze modellieren, beziehungsweise euch die Formel aufschreiben. So, und hier bräuchte ich mal wieder mein Mü. Mü, wo bist du? Unter den Sonderzeichen natürlich. Hier, Mü. Ich hoffe, ihr wisst noch, was Mü ist. Denn Mü war der Erwartungswert. Und falls ihr nicht wisst, was ein Erwartungswert ist, bitte ich euch, dass ihr das nachguckt. Weil das ist echt wichtig. Eigentlich könnte ich hier auch wieder K schreiben. Dann wäre es einheitlich. So. Also Mü ist der Erwartungswert. Und das heißt, wenn ihr die Formel gegeben habt, die hier, ja, also wenn ihr diese Verteilung wirklich als Formel schon in der Aufgabenstellung zum Beispiel gegeben habt und ihr sollt einen Erwartungswert ausrechnen, dann hoppla hopp, könnt ihr das direkt aus der Formel ablesen, weil ja Mü der Erwartungswert schon ist hier. Ziemlich geil. Ja, und dann haben wir noch hier ein E hoch minus dem Erwartungswert. Brauche ich schon wieder ein Mü. Das ist immer so viel Klickerei hier. Sollte mir langsam wirklich mal die ASCII-Codes merken. So. Ja, genau. Also wie schon gesagt, dieses Mü hier oben im Exponent und hier auf dem Bruch oben, das ist der Erwartungswert. Die Zufallsgröße ist binomial verteilt dann aber. Und manchmal nennt man das auch Intensitätsparameter. Ja, woher der Name kommt, das weiß ich jetzt wiederum nicht so unbedingt. Vielleicht wie intensiv diese Funktion ist. Ja. Und Fakultät kennt ihr noch und Eulersche Zahlen solltet ihr eigentlich auch kennen. Also E hoch irgendwas. E ist 2, was weiß ich was. 2, irgendwas. Euer Taschenrechner weiß das versprochen. Ja. Wenn ihr jetzt dieses schöne Mü nicht habt, dann kann man das natürlich auch noch berechnen. Achso, ich wollte euch zuerst noch dieses schöne Diagramm zeigen. So, sieht doch wundervoll aus, nicht wahr? Jetzt, ich habe euch noch überhaupt nicht erklärt, was die einzelnen Variablen bedeuten. Also hier unten ist jetzt mal abgetragen p von x gleich k, also hier unten ist k abgetragen, also die wievielte Stichprobe ist es eben. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit abgetragen. Ja. Was genau diese einzelnen Zahlen bedeuten, die sehen ja jetzt komplett anders aus wie bei einer anderen Verteilung, also bei der Binomialverteilung sah das ja alles ein bisschen anders aus. Das liegt daran, dass ich hier einen ganz anderen Erwartungswert gewählt habe. Der Erwartungswert ist jetzt hier halt mal relativ gering. Ja, doch, relativ gering. Ich meinte, er war bei, Sekunde, ich muss gucken. Der Erwartungswert, den ich gewählt habe, war bei 0,5, weil sonst wäre das Ding riesig geworden. Die verschiebt sich natürlich dann immer ein bisschen mehr nach rechts und sieht dann im Endeffekt auch nicht arg viel anders da aus als die Binomialverteilung. Die sehen sich sowieso alle relativ ähnlich, aber sie haben eigene Berechnungsvorschriften und deswegen sind sie cooler. Nee, es gibt wirklich andere Verwendungen dafür. Wie schon gesagt, zum Beispiel die Anzahl an Gästen, die jetzt gerade von 16 bis 22 Uhr ins Kino gehen, zum Beispiel. Also die währenddessen reinlaufen. Nur so ein Beispiel dafür. Das würde man mit einer Poisson-Verteilung machen. Ja, wie man jetzt eben Erwartungswert und Dings berechnet, das geht auch noch. Ja. Also Erwartungswert könnt ihr hier direkt ablesen, beziehungsweise einsetzen, wenn ihr den Erwartungswert habt. Dann,
Ich schiebe das mal nach unten, das ist jetzt nicht allzu wild, hoffe ich mal. Das Bild sollte euch eh nicht so sehr jetzt überraschen. Jetzt darf ich wieder Formel, Symbole suchen gehen. Wo ist es dann? Das gibt es wohl wieder nicht, natürlich. Ich hatte es doch irgendwo noch offen. Hier ist es doch. 963. Also Sigma. Ihr wisst hoffentlich noch, was Sigma ist. Sigma ist die Varianz. Und Sigma ist genau. Oh, da sollte vielleicht noch ein Gleichheitszeichen rein. Sonst wäre das ein bisschen verwirrend. Ist genau einfach der Erwartungswert μ. Oh, jetzt muss ich schon wieder μ suchen gehen. ja. Und die Wurzel hat rausgenommen. Also wirklich nicht allzu kompliziert. Die Varianz ist eben, wie weit es auseinander geht. Und der Erwartungswert ist einfach, was wir an Werte erwarten. Hier, wie gesagt, 0, irgendwas. Deswegen ist es hier relativ niedrig. Und das hier wäre dann relativ hohe Varianz. Die hier kommt fast gar nicht mehr vor, weil die Varianz zu unwahrscheinlich ist, sozusagen. Ja, das war's auch schon wieder zu diesem, zu dieser Poisson-Verteilung. Ah, ich habe sie noch gar nicht hingeschrieben. Ja. Und nächstes Mal geht's weiter mit mehr Verteilungen. Muhaha. Da werdet ihr wieder sicher Freude haben. Ja, das war's auch echt schon. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Schauen von meinen anderen Videos. Bis dann, ciao.